Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Peter an. Dieser hat über die Bosch Tischkreissäge PTS-10 geschrieben, welche er mit 4,3 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Bosch Tischkreissäge PTS-10 im Test. Egal ob Handwerker oder Hobbyheimwerker, eine Tischkreissäge macht zu manchen Schnitt perfekt. Wenn eine Handkreissäge nicht mehr ausreicht, dann wird gern zu dem großen Bruder gegriffen. Mein Hobbyraum ist nun seit einigen Wochen die Heimat der Bosch Tischkreissäge PTS-10. Genau um diese soll es heute gehen, da sie schon mehrfach bei mir zum Einsatz gekommen ist. Tischkreissäge, Einsatzgebiete und Vorteile. Wann lohnt es sich eigentlich, eine Tischkreissäge zu kaufen? Macht es als privater Heimwerker überhaupt Sinn oder ist es doch eher ausschließlich für den professionellen Gebrauch gedacht? Dennoch gibt es Situationen, in denen eine Stichsäge oder Handkreissäge nicht die richtige Wahl an Werkzeug ist. Eine Tischkreissäge bietet diverse Vorteile, die hervorragend zeigen, wann und wo sie sinnvoll ist. Die Schnitte sind immer gleichbleibend sauber und exakt. Besonders wenn man viel schneiden muss, was gleich lang und gleich dick sein soll, kann dies extrem zeitsparend sein. Das Sägeblatt an der Kreissäge ist wesentlich stabiler und sorgt so für die perfekte Präzision. Man kann wesentlich effizienter und schneller arbeiten. Mit dieser Säge kann man unglaublich schnell arbeiten, sobald man sich an den Umgang mit dem Gerät gewöhnt hat. Auch das ist wieder besonders auffällig, wenn man eine Reihe von Serienschnitten durchführt. Selbst unterschiedliche Holzsorten beeinträchtigen nicht die Arbeitsgeschwindigkeit der Säge. Sicheres Führen des zu bearbeitenden Materials ist extrem einfach. Durch die große Schnittfläche und die Führungsschienen wird die Arbeit nicht nur sicherer, sondern auch immer gleich exakt und vor allem auch gerade. Eine Tischkreissäge bietet sehr viel Flexibilität bei der Schnittbreite und Tiefe. Die einzige Einschränkung, die man tatsächlich hat, ist das Sägeblatt an sich. Die Höhe der Säge gibt vor, wie die maximale Größe ausfallen darf. Breite und Länge sind theoretisch unlimitiert. Besonders bei langen Brettern ist das extrem komfortabel und nützlich. Falls das Sägeblatt über die Zeit sich abgenutzt hat und stumpf geworden ist, lässt sich dieses sehr einfach auswechseln. In der Regel sind die Gerätschaften sehr leicht zu öffnen, sodass man ein neues Blatt nur noch in die Drehachse einhängen und befestigen muss. Im Gegensatz zu anderen Geräten, wo die Blätter eingedreht oder eingespannt werden müssen, ist das hier extrem schnell und unkompliziert. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich eine Tischkreissäge dann anbietet, wenn man viel mit Holz arbeitet und wenn man vor allem auch große Werkstücke verarbeiten will. Besonders bei großen Hausprojekten, wo mehrere Stücke in der gleichen Größe gebraucht werden, kann eine solche Säge sehr ratsam sein. Für kleinere Arbeiten, feine Schnitte oder ähnliches lohnt sich eine Anschaffung nicht. Über Bosch. Die Robert Bosch Hausgeräte GmbH hat schon lange Tradition. Viele kennen bestimmt mindestens ein Gerät, welches der Vater, Opa oder Onkel von Bosch verwendet hat. Robert Bosch startet 1886 seine eigene Werkstatt für Feinmechanik und Elektrotechnik in Stuttgart. Heute ist daraus ein Imperium entstanden, welches weltweit ihre Hausgeräte und Elektrogeräte für Privathaushalt sowie professionelle Werkstätte ausliefert. Daneben sind sie auch noch Automobilzulieferer und in der Industrie- und Gebäudetechnik verwickelt. Allein in Deutschland gibt es ca. 80 Standorte und 132.000 Mitarbeiter. Weltweit sind es sogar mehr als 370.000 Mitarbeiter, verteilt auf 250 weitere Standorte in 50 Ländern auf dem ganzen Globus. Bei der PTS-10 handelt es sich um ein leistungsstarkes Gerät, welches große Werkstücke optimal und präzise bearbeiten kann. Der Motor mit einer Leerlaufdrehzahl von 5000 Umdrehungen pro Minute ermöglicht harte Arbeiten und Schnitthöhen von bis zu 75 mm. Im Softstart-Modus beginnt der Motor langsam zu arbeiten, was ihn schont. Auch breite Werkstücke sind problemlos zu trennen, durch den integrierten Schiebeschlitten mit Winkelanschlag. Dieser Schiebeschlitten ist es auch, der eine sichere Führung des Werkstückes garantiert. Ein selbstjustierender Parallelanschlag hilft auch sonst komplizierte Längsschnitte perfekt zu bewältigen. Die Säge ist neigbar bis zu einem Winkel von 45% nach links. Seitlich sowie hinten kann der Tisch verlängert werden, was besonders praktisch bei großen Stücken ist. Am Tisch befindet sich ein Absaugschlauch, mit dem man mit einem normalen Staubsauger die Arbeitsfläche zudem sauber und frei von Holzresten halten kann. An der Tischkreissäge PTS-10 können horizontale Gehrungswinkel von plus minus 60 Grad präzise über den Winkelanschlag eingestellt werden. Zudem ermöglicht das schwenkbare Sägeblatt vertikale Gehrungen. Ob Parkettböden, große Bretter oder Holzlatten für die Dachkonstruktion und den Innenausbau. Mit einer maximalen Schnitttiefe von 75 mm gelingen auch diese Arbeiten äußerst schnell. Denn die Tischkreissäge PTS-10 wird mit einem hochwertigen Sägeblatt ausgeliefert. Dieses kann stufenlos bis 75 mm Höhe und 45 Grad Neigung links verstellt werden. Durch Hartmetallzähne wird außerdem eine hohe Standzeit des Blattes erreicht. Da ich selbst kein Profi bin, erklären es diese Worte vermutlich besser als meine eigenen. Bosch Tischkreissäge PTS-10 – Test- und Erfahrungsbericht. Ich habe mir die Säge im Set mit dem mobilen Untergestell bestellt. Damit hat man direkt einen Tisch, wo es immer stabil drin steht, und man hat noch die zwei Räder darunter, sodass man die Säge von einem in den anderen Raum schieben kann.
Diese zusätzliche Mobilität ist schon so bei manchen Arbeiten sehr praktisch gewesen. Warum habe ich mir die Bosch PTS-10 überhaupt gekauft? Wir haben zurzeit diverse Umbauarbeiten im Haus am Gange, vor allem was neue Böden betrifft. Die komplette untere Etage bekommt Parkett, welches zugeschnitten werden musste. Da wir nicht unter Zeitdruck stehen und die Räume nach und nach angehen, hätte es sich nicht gelohnt, eine Säge auszuleihen. Wir haben das mal ausgerechnet und da die Leihpreise teilweise echt horrende sind, war es am Ende günstiger, sich das Gerät einfach gleich zu kaufen. Der Versand erfolgte durch Amazon unbeschädigt und zügig. Das Gerät kommt zerlegt und muss zunächst noch aufgebaut werden. Dieses erwies sich als unkompliziert und ziemlich einfach meiner Auffassung nach. Das Untergestell ließ sich ebenfalls sehr fix aufbauen und der Prozess war ziemlich selbsterklärend. Von der Handhabung her ist es gewöhnungsbedürftig. Das empfindet aber jeder unterschiedlich. Wer schon mehr Erfahrungen gesammelt hat, der wird natürlich ganz einfach da reinfinden. Ich habe zum Einstieg an einigen alten Holzstücken und alten Laminatböden geübt. Nach ein paar Schnitten hatte ich den Dreh raus. Aus den Rezensionen hatte ich entnommen, dass man gerade beim Anbringen des Parallelanschlages sehr genau sein sollte. Am besten man misst die Abstände genau ab, da es nachher entscheidend für das Schnittergebnis ist. Ich bin super zufrieden und habe hier ein ideales Einsteigermodell gefunden. Es hat den bisherigen Umbauarbeiten top standgehalten und wird auch in Zukunft noch sehr oft zum Einsatz kommen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.